Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 9.2.2022. Und unser DAX, der zeigt sich hier weiter als, ja, sehr schleimig, glibbriger, ja, was auch immer, Kneter, keine Ahnung. Fuchtelt hier unten immer noch so ein bisschen in einer möglichen Flagge rum, hat sich so probiert, ein bisschen die oben rauszulösen, hat dann wieder ausgekontert. Unten haben wir noch keinen richtigen Versuch gesehen, unten rauszukommen. Wir haben jetzt ein paar Versuche gesehen, oben das ein bisschen aufzubeschleunigen, rauszuhebeln. Wir haben auch jetzt mal die 270 überboten halt. Ne? Kommt einfach nicht weg dort vom Fleck. Und das ist schon eher ein Zeichen, dass hier eben Verkäufer noch ganz schön den Pinsel draufdrücken und den Tief halten einfach und jede aufsetzende Dynamik nach oben halt immer wieder wirken. Und das an sich ist jetzt kein Zeichen von Stärke. Ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen. Weil es rein vom Muster, von der Formation her halt auch ein bärisches Trendfortsetzungsmuster ist, was dann eben hier nach unten lösen würde. Na, also ganz klassische Flagge, kann man in jedes Lehrbuch gucken, Flagge nachschlagen, genauso sieht sowas aus und löst dann eben nochmal nach unten auf. Und deswegen würde ich das auch noch mit drinne halten, kann im Grunde auch noch ein bisschen hochgehen, das ist so ein bisschen, es ist schwierig hier momentan drinnen. Ne? Also man merkt es auch, die Leute sind ein bisschen, ja, ein bisschen angepisster vom DAX, so, ja, auch schon nicht erst jetzt am Dienstag, das war, glaube ich, am Montag auch schon der Fall. Alle große Bewegungen erwartet, dann hat immer wieder bloß hin und her geschlagen und hoch und runter. Und jetzt hat er zum Dienstag das ähnliche Bild gestellt. Ich würde hoch zu jetzt nicht short aufbauen, ne? Das sollte man nicht falsch verstehen, weil eine, auch wenn es, das ist eine klare bärische Flagge, also ganz klar bärische Flagge, ne? Die nach Lehrbuch nach unten auflösen müsste, aber es ist halt so, technische Formationen, Muster im Chart und so weiter haben natürlich immer nur eine Wahrscheinlichkeitserhöhung, dass es in die jeweilige Richtung, wie das im Lehrbuch steht, dann eben auch auflöst. Das heißt aber nicht, dass jedes Muster auch so auflösen muss. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da sollte man sich auch einfach für vorwappnen. Wenn das nicht passiert, wenn der eben da weiter nach oben rausreißt, dass er im Zweifel das Muster dann ignoriert und sich einfach oben rausstellt. So, und deswegen könnte ich mir vorstellen, kennt ihr, habt ihr gestern alle schon 1000 Mal gehört, 350, 420, das ist hier eben noch eine wichtige Zone, die könnte entsprechend noch kommen. Und wenn aber die 420 nicht hält, dann ist eben die 500 die nächste. Und wenn die 500 nicht hält, dann macht ihr hier oben das Gelb zu. Das haben wir gestern schon gesagt, das bleibt auch weiter gültig. Deswegen würde ich nicht versuchen, dem DAX oben raus, wenn er reinsteigt, Shorts drauf zu drücken. Also ich würde es persönlich so nicht handeln, man kann alles machen, aber ich würde es persönlich so nicht handeln, weil das Risiko schon da ist, dass er das Muster auch andersrum aufbricht. Für mich ist der Reiz tatsächlich, wenn der DAX anfängt, unten das Muster zu bedienen und aufzulösen halt. Ne? Wenn er wirklich mal anfängt, unten rauszuarbeiten, das ist ihm zum, was hat mir jetzt Dienstag nicht gelungen. Das ist ihm auch zum Dienstag jetzt nicht gelungen, trotz dass er hier immer mal wieder runtergezogen kam, ist es ihm nicht gelungen, unten rauszuarbeiten und es wieder hier im Bereich um 1,60, 1,50 verendet halt. Ist einfach nicht durchgekommen, hat auch eine 100 nicht nach unten umgelegt und hier würde ich jetzt tatsächlich sagen, also eine 1,50 möchte ich jetzt fallen sehen, so haben wir es jetzt auch in den letzten Updates rumgeschickt, die 1,50 möchte ich fallen sehen, dass er runter auf dann Channelkante bei aktuell um die 15.100 ansteuern kann. Und wenn er die Flagge dann eben auch löst, unterhalb von 15.100, hätte er entsprechend auch den Platz, dann hier seine Bewegung noch ein bisschen fortzusetzen und in die 15.014.965 reinzulaufen. Sollte das aber nicht kommen und er sich stark präsentieren und hier einfach weiterklettern, dann lasse ich ihn da auch weiter. Also ich hau ihm da keine Shorts um die Ohren. Das würde ich mir klemmen. Ja, im Zweifel ignoriert er einfach die Flagge. Und dreht sich hier hoch, der Tageschart dreht auch langsam auf, ne, drückt jetzt hier zunehmend ein bisschen grünere Kerzen dran hoch. Und wenn da jetzt, wir können auch mal direkt reingucken, dann wissen wir hier, wovon wir reden. Wenn er jetzt hier, wartet mal, der Tageschart, haben wir jetzt hier grüne Kerze stehen. Das heißt, wenn er sich jetzt hier anfängt, an der Kerze noch hochzustellen, dann kann er auch locker noch mal bis zum mittleren Band. Und dann ist er auch oben hier eine 200-Tag-Linie. Und dann sind genau die Punkte, die wir eben 2-Stunden-Chart haben, alle dann wieder erreichbar. Das ist die 640 hier, dieses Gap. Das ist die 500 hier. Na, das sind alles so die Punkte, die dann kommen würden. Und da er sich hier unten so ein bisschen aufdreht, würde ich einfach oben rein jetzt einen Short suchen, aber wenn der oben dreht, wenn er wirklich anfängt, wieder schöne Schwäche zu liefern und auch durchzuhalten und anfängt auch Rückläufe zu stemmen, das ist jetzt überall, auch in den Rückläufen, die er am Dienstag gemacht hat, überall immer so ein bisschen drüber geschlichen,
Die Marken hat er schön bedient. Ne? Also wenn man guckt, zwischen welchen Marken der gelaufen ist, aber von der Abfolge her, das ist noch nicht ganz, das ist noch nicht ganz stimmig. Schön gefallen hat mir, dass wir von der 350, die wir fast erreicht hatten, ein tieferes Tief ausgebildet haben. Dann war die Erwartungshaltung, dass er so bis 230, vielleicht mit maximalem Überschuss auf 280, nochmal ein tieferes Hoch dann setzt. Na, also diejenigen, die bei uns die Mails noch bekommen, die haben das jetzt schon mal gehört. Ne? Und dass er nach dem tieferen Hoch, wenn er denn der auch jetzt wirklich mal richtig eintritt, dann auch ein tieferes Tief setzt und dann wieder anfängt, ins Fallen überzugehen. Und das fehlt mir jetzt einfach noch, dass ich sage, okay, dann kann man hier wieder richtig mit einem Short probieren. Der hat hier zwar schon schön eingedreht auf die 2,30 zum Abend, aber das war in einer 5-Minuten-Kerze dann auch schon wieder gegessen und dann stand schon wieder an der 2,80 halten. Also funktioniert das nicht. Ja, es ist ein schönes Eintreten gewesen, aber der muss halt auch wirklich, der muss hier einfach drunter. Muss einfach drunter ein tieferes Tief reinpressen, um sich hier ein bisschen wieder in die Bewegung reinzuspringen halt. Ne? Also so von der Bewegung sieht das ganz gut aus, sieht stimmig aus, ne? Es passt ganz gut. Wir bräuchten bloß noch jetzt ein tieferes Tief unter 1,50, unter 15.100 würde ich dem Markt deutliches Risiko wieder zusprechen. Dort dann eben auch Short suchen, aber eben auch ganz klar, trotz bärischer Flagge und so weiter und so fort, kann das nicht deutlich genug sagen, würde ich oben raus auch den Raum lassen, noch in die 3,50, 4,20 reinzuarbeiten. Und wie gesagt, wenn der Bereich nicht hält, der tut sich da keinen Abbrechen in die 500 rein, in die 550 da oben das Gap zu machen bei der 670 und dann macht er hier so ein, dann zieht er die Welle hier nochmal nach oben hier ab und schwuppdiwupp steht wieder bei 15.800. Na, also da würde ich mich nicht verkämpfen. Ich würde eher auf der Unterseite auf das Signal warten, bis er dann wirklich jetzt dann mal auch wieder in die Trendfortsetzung reingeht und aus der Flagge rausspringt, was er bis jetzt nicht getan hat. Ne? Also das fehlt einfach noch. Ja, und das ist jetzt hier so ein bisschen im Fokus, da würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Mittwoche sind schöne Trendtage in der Regel. Ne? Also der kann durchaus jetzt hier, haben wir 2 Tage jetzt gut zur Seite geeiert, vorher sind wir 2 Tage gefallen, können wir jetzt wieder 2 Tage trenden. Ja, das würde ganz gut reinpassen. Also Mittwoch und Donnerstag ruhig ein bisschen Bewegung mit einplanen, ja, und den laufen lassen dann. Wenn er anfängt zu laufen, ja, nicht dagegen stellen, und vor allen Dingen auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Also ich habe heute bei uns im Chat wahrgenommen und das für diejenigen, die bei uns im Chat sind, da beziehe ich mich nicht nur auf die eine Person, sondern habe ich bei mehreren wahrgenommen, dass da ganz schön so ein bisschen viele genervt sind, viele unruhig sind, und auch dadurch schnell den Kopf verlieren. Ne? Wir haben jetzt schon jemanden gehabt, der hat einfach auf eingetretene Tagesverluste dann plötzlich 2,5 bis dreifaches Tagesrisiko nochmal gesetzt in eine Position, um die Verluste wieder rauszuschlagen. Das hat in dem Falle gut geklappt, aber das ist immer oft der Anfang vom Ende, sowas. Ne? Also wenn man mit sowas anfängt, weil man merkt, ja, der Markt ist scheiße und der ärgert mich und dann nimmt man das persönlich und fängt an, irgendwelche Morkse zu machen und übergroße Positionen, dann klappt es normal, dass man damit rauskommt. Aber was man sich damit eigentlich erkauft, welchen Preis man dafür zahlt, der ist, das ist der Preis, dass das Depot irgendwann mal richtig gegen die Wand schmiert halt und bis zur Null runter kann, wenn man sich bei sowas nicht im Griff hat. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich hier einfach nochmal den Einsatz mit sagen halt, dass man da einfach mit aufpasst halt, ne? Dass man vernünftig bleibt, auch wenn einem vielleicht der eine Tag nicht so gut läuft, vielleicht auch 2 Tage nicht laufen oder eine Woche nicht läuft, ne? Dass man einfach wirklich sagt, okay, das ist jetzt nicht das, was ich haben will hier, das gefällt mir nicht, das will ich nicht handeln, der Spinde, der läuft immer wieder andersrum. Dann nicht ein Trade nach dem anderen reingeben und immer wieder und von einem Stop-Loss in den nächsten und in den nächsten und in den nächsten und in den nächsten. Und sich drüber ärgern, wie scheiße denn der Tag und der Markt ist, das bringt nichts. Ne? Was bringt es, ein bisschen Abstand zu nehmen, vielleicht den Tag dann einfach nicht weiter zu traden, vielleicht die Woche erst mal sein zu lassen, zu gucken, bis wieder klare Signale kommen, dass man mitgehen kann, aber auf keinen Fall mit mehr Risiko versuchen, was rauszureißen. Weil, wenn man sich sowas angewöhnt, dann kommt man oft genug damit davon. Oft genug, wirklich, kann da ein Lied von singen, habe das früher auch so gemacht. Aber es kommen irgendwann die Tage dann im Jahr, wenn man da so weitermacht, wie so, dass man schlechte Tage oder Verlusttrades mit mehr Risiko versucht auszugleichen. Es kommen Tage, funktioniert das nicht. Da geht der Rettungstrade in den Arsch und der Rettungstrade vom Rettungstrade. Und dann kann man seine Kreditkarte oder was weiß ich, das Konto nochmal so voll laden, wie man will. Dann geht auch der Rettungs vom Rettungstrade in den Arsch. Und dann ist halt echt das Depot so beschädigt, dass man dann im Grunde genommen eigentlich fast schon gar nicht mehr wieder rauskommt aus der Nummer halt. Ne? Und die meisten sich dann in so einer Endlosspirale verfangen. Ne? Sie haben dann so einen großen Verlust, dass sie irgendwann nur noch versuchen, den Verlust auszugleichen. Und der ist dann aber so groß, dass man gar nicht mehr ausgleichen kann mit den kleinen Positionen, die man nachlegen kann. Und dementsprechend verfuselt man sich dann in so einer immer wiederkehrenden Verlustspirale, die einen immer wieder runterzieht. Und das ist, mit sowas muss man gar nicht erst anfangen. Es ist schwierig genug, da rauszukommen.
Das hat auch bei mir damals echt lange gedauert, das dann zu brechen, ne, da wieder rauszufangen. Und ich musste mich komplett erden. Ich musste dafür auf die Null dann. Ich hätte das gar nicht anders geschafft. Und das kann man sich einfach ersparen halt, ne, indem man von vornherein versucht, vernünftig zu handeln und Risikomanagement einfach einzuhalten. Ne? Und das ist wichtig. Bleibt da vernünftig. Wenn ihr merkt, es läuft nicht, das liegt euch nicht, dann lasst ihn machen. Guckt euch vielleicht einen anderen Markt an. Lasst den. Wartet, bis der wieder die klaren Signale bringt. Und geht dann da rein, aber nicht anfangen, genervt, ein Trade nach dem anderen reinzufeuern und dann wirklich von Verlust zu Verlust, von zu Verlust zu Verlust rennen und am Ende noch mehr Risiko reinzugeben. Das ist genau verkehrt. Wenn es nicht läuft, Risiko rausnehmen, Position reduzieren, Aktion reduzieren, also die Trade-Anzahl reduzieren. Und wenn es gut läuft, dann eben anfangen, mehr zu machen, mehr Risiko auch sich zu trauen. Ne? Wenn man gut im Markt liegt, dass einem gut von der Hand geht, dann mehr Risiko, dann mehr Trades, das ist vollkommen legitim und das funktioniert dann auch. Aber alles andere führt dazu, dass man sich irgendwann total das Depot ruiniert. Und das kann sich jeder ersparen und die meisten von euch haben es eh schon durch, die wissen genau, was ich hier erzähle, aber es ist einfach wichtig, das zu beachten. Ne? Und das, also ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt, aber es ist bei den meisten einfach genau so halt. Ne? Die haben das, wie ich das so durchgemacht habe, das ganz, ganz viele, das merken wir, ich mache das schon so lange hier mit unserer Community, das ist immer das Gleiche. Ja, und deswegen springe ich da halt auch immer an. Das triggert mich einfach, wenn ich sehe, dass Leute das machen, weil dann brauche ich denen keine Analyse zeigen. Das ist Schwachsinn. Die verlieren dann eh. Das ist dann nur eine Frage der Zeit. Dann brauche ich mich überhaupt nicht mehr mit denjenigen beschäftigen. Und das ist mir dann einfach zu schade um meinen Aufwand, wenn dann jemand sowas vielleicht noch mit Absicht macht, obwohl das genau weiß. Das ist für mich dann immer so ein bisschen, naja, da verliere ich auch so ein bisschen die Lust, anderen Leuten zu helfen, halt, wenn ich sowas sehe halt, ne? Weil für mich das klar ist. Das ist dann nur die Frage der Zeit, bis derjenige sich gegen die Wand haut. Aber für mich ist dann halt der Aufwand. Ich beschäftige den ganzen Tag, gucke da, kommentiere da und passe da auf und werfe immer mal ein Wort ein, gucke hier drauf, gucke dort drauf. Und am Ende ist es trotzdem für einen Arsch, weil das Depot dann an die Wand geklatscht wird wegen sowas. Das ist scheiße. Na, das macht auch mir keinen Spaß dann. Und von daher, zeigt mir ruhig, dass ihr es verstanden habt, dass ihr es gelernt habt, dass ihr es gut umsetzen könnt. Dann habe auch ich Spaß dran zu helfen. Und ja. Das wollte ich da bloß noch zu sagen. Ist wie gesagt wichtig. Habe es jetzt gemerkt von mehreren, die hier wirklich ein bisschen den DAX oder wo der DAX denen auf den Zahlen fühlt. Das hat man gemerkt. Na, einfach so von der Stimmlage auch. Und von daher, ja, Risikomanagement bitte groß schreiben und vernünftig bleiben. Vernünftig traden, vernünftig bleiben. Na? Ich würde es damit jetzt hier beenden. Wie gesagt, Flagge ist noch vorm Fokus. Wir sind noch nicht raus. Haben es noch nicht gelöst. Oben noch nicht gelöst. Unten noch nicht gelöst. Zweiter Schiebetag in Folge. Und es ist eine bärische Flagge, die hätte Wahrscheinlichkeitsvorteile auf der Unterseite, gibt aber keine Garantie, dass das so eintreten muss. Kann auch ganz normal nach oben auflösen, ne? Hätte bloß einen Wahrscheinlichkeitsvorteil, wenn sie denn überhaupt unten bricht, dass dann eben auch Trend sich fortsetzt. Das ist die Lehrbuchtheorie dahinter. Na, und dafür bräuchte ein neues Tief, dazu bräuchte man unter 15,61, dann geht es unten wieder weiter. Und ansonsten sind oben jetzt erstmal 3,50, 4,20, 500 und 5,50 interessant. Ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.